Ja, er schreibt mir sorry wegen dem Mini-Turbo, wo er die Wolke gehabt hat. Weil er ja da einmal wieder vorgezogen ist. Ich meine, gut, ist zwar ein bisschen verwirrend gewesen, aber jetzt nicht rennentscheidend. Wir haben danach den Abstand ja noch recht gut hinbekommen. Und er hat sie auch gewonnen gehabt, also, ja. Also, ich fand das jetzt nicht irgendwie unfair oder so. Nicht, dass du das denkst. Im Gegenteil. Es gibt Leute, die fahren bei Wolken wesentlich schneller wieder los. Und da muss man wirklich gucken, wo man selbst bleibt. Da sind die Regeln noch nicht ganz genau so, ganz genau gleich definiert. Es ist schwierig, sowas zu sagen. Ja, es ist schwierig, da eine Regel zu machen mit Wolken, die einem wirklich gestattet, das Match fair weiterzuführen, in Anführungszeichen. Es gibt da immer nur so schwammige moralische Regeln, an die man sich doch auch halten soll, bitte. Ja, knallen wir einfach mal ab, würde ich sagen. Warum halte ich die denn hier? Kommt der? Kommt der? Nee, schade. Wäre natürlich jetzt geil gewesen. Aber wir haben schon wieder Luck. Ich meine, ich habe, glaube ich, noch nie so oft gegen irgendeinen Gegner im One-on-One so oft hintereinander drei Rote im ersten Item gezogen. Das passiert gerade zu häufig. Also irgendwas ist da, geht da nicht mit rechten Dingen zu, glaube ich. Ich kann mein Glück ja kaum fassen. Aber das Rennen hier ist noch lange nicht vorbei. Mit einmal SC ist er wieder dran. Schade. Ich habe versucht, ihm da im Überwechsel zum, ja, zum anderen, zur anderen Seite irgendwie zu treffen. Ja, das war schlecht, ja, Mensch. Da wollte ich ihn ordnen, weil ich gedacht habe, er hat noch Pilze, weil er nichts geworfen hat und dann sowas. Und schon wieder drei rote, Mensch, wenn die ankommen. Ach, wieso muss die eine, der eine ist gegen die Kuh? Der andere ist auch gegen die Kuh und der dritte ist nicht angekommen. Juhu, ein Maxi-Pilz, der uns überhaupt nichts bringt. Mensch, also die Items sind recht gut, aber irgendwie, ich verkack's trotzdem. Ist schlecht. Ich hoffe, das Luck wird mich jetzt nicht verlassen, nur weil ich es einmal nicht genutzt habe. Gut, also ganz ehrlich, dieses eine Mal hätte ich wirklich die Banane halten sollen. Das war, ja. Da hat er auf mein aggressives Verhalten gehofft, hat er spekuliert und hat genau richtig gemacht alles. Sowas freut dann natürlich immer. Wenn sowas klappt, dann ist es wunderbar. Ich habe danach natürlich noch ein bisschen Luck gehabt mit den drei Roten, aber ich meine, wenn sie nicht ankommen, dann sind sie genauso hilfreich wie eine Fakebox, eine Banane. Im Endeffekt auch wie eine Wolke, weil das Rennen habe ich ja verloren. Aber Kevin fährt. Okay, nochmal dieselbe Item-Kombination. Strange. Mist, jetzt haben wir weggerammt. Nein. Ich will mit dem Roten danach mal treffen. Wieso klappt das denn nicht? Ja, ich weiß nicht. Also irgendwie. Es ist mir schon öfter aufgefallen. Im Item-GP bekommt man häufig, wenn man an denselben Stellen immer wieder startet, dieselben Items im ersten. Ich meine, jetzt auch gerade wieder. Erstes Item, er ein Grün, ich drei Rote. Im zwei, es war im ersten Rennen genauso. Das hatte ich auf Rennpiste auch schon oft. Da zieht man so gut wie immer drei Rote oder drei Grüne und der erste eine Fake. Ja, das ist schon fast Standard. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ist auch ein bisschen strange schon. Ja, aber hier holen wir jetzt auf jeden Fall mal ein Item. Wenn es drei Bananen sind, ist gut. Und eine Fake ist ganz schlecht. Wenn jetzt ein Roter kommt, zweimal keinen Schutz, ist schlecht. Mal gucken. Kein Mini-Turbo bekommen, ist auch schlecht. Hoffentlich kommen jetzt nicht noch zwei Rote oder so. Mal gucken, ob er hier vielleicht reinfährt, wenn er aus dem SC kommt. Nein. Mal gucken, was er jetzt noch zieht. Kommt noch ein Roter. Den von dem lassen wir uns aber nicht treffen. Egal, was hier alles rumliegt. Ja, gut, das ist der Sieg. Wunderbar. Alle drei Matches gegen Kevin gewonnen. Ich bin sehr zufrieden. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Luck war auf meiner Seite. Mein Können hat mich auch wenig verlassen. Ja, zumindest das bisschen, was ich noch hab, ne? Ist klar. Naja, zwei Rennen können wir jetzt noch ganz gechillt fahren.
Ja. Mal gucken, was noch draus wird. Ich habe keine Ahnung. Ihr dürft gespannt bleiben. Jetzt ist aber irgendwie auch schon beim Reden wieder die Luft raus. So ein bisschen. Ich meine, 3 Matches hintereinander. Jetzt haben wir auch noch schön das Item weggenommen. Und noch, nee, nicht im Weediger. Sah erst so aus. Das ist recht sinnvoll, wenn man das auf Kuhmobile so macht. Vielen Lackerstrecken, weil dann kann man am Anfang mit 3 Roten nicht geownt werden. Und wenn man dann 2 Items hat, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass man mit 2 Roten geownt wird. Mit 3 Roten geownt wird. Hm. Legen wir einfach mal hier die Fake hin. Da fahren wir wahrscheinlich in der nächsten Runde rein. Ne, also da fahre ich jetzt nicht rein. Die kommen höchstens nochmal random irgendwie. Okay, also ich werde hier mit Grün zugemüllt. Okay, dass er da reingefahren ist. Ich weiß nicht, war es so beabsichtigt? Ich habe einfach mal ein Item werfen wollen, was man nicht unbedingt so erwarten würde. Oh, da bin ich gut ausgewichen. Ich habe gedacht, da würde ich reinfahren. In der dritten Runde fahren wir außen rum. Da bin ich, das sage ich jetzt einfach mal knallhart. Ich habe keine Lust, wenn das hier noch, ja, diesen sicheren Sieg, wenn er jetzt nicht nochmal ranzieht, so zu verschenken. Okay. Ich muss sagen, eben im Rückspiel hat man den Grünen schon teils gesehen und ich hatte da auch schon Angst, dass er mich trifft. Und dann ist genau das auch noch passiert. Ja, egal, wir fahren trotzdem außen rum. Ist mir egal. Zieh, Glück gehabt. Ja, noobig außen rum gefahren, dann noch schön in den Maulwurf, aber es reicht natürlich, ja. Es ist so schön, wie man Mario Kart einfach gewinnen kann, auch wenn man wesentlich schlechter fährt als sein Gegenspieler. Naja. Man sollte nur, also wenn man taktisch dem Gegner stark unterlegen ist, hat man keine Chance. Wenn man technisch dem Gegner stark unterlegen ist, hat man im Item-GP eine deutliche Chance, denke ich schon. Ja, würde ich so behaupten. Weil gerade viele SCs in diesem Spiel, ja, die kann jeder. Auch Leute, die vielleicht nicht mal in der Clan-Szene sind, können die ganz gut. Wer weiß. Jetzt gucken wir, dass wir das dritte Item von außen nehmen. Wenn wir jetzt wieder das Item weggenommen haben, dann war's geil. Auf sowas wollte ich eigentlich hinaus. Immer eins weiter steigern. Beim nächsten Mal hätten wir dann das vierte Item genommen. Und dann irgendwann wären wir rechts in der Wand gewesen. Ja, damit hat er jetzt, glaube ich, nicht gerechnet, dass ich da 2 hinlege. Aber 3 wollte ich nicht legen, gerade im Anbetracht dessen, dass ich nur eine Fake noch habe. Die heben wir uns... Nein, die heben wir uns nicht auf. Da muss ich mir nur den Schutz aufheben. Diese Banane da. Naja. Die Frage ist jetzt natürlich, wo legen wir diese Fake ab? Die können wir nicht sinnvoll verwerten. Legen wir einfach mal hier hin. Für ein SC vielleicht. Ja, da ist aber jetzt gut ausgewichen. Je nachdem, was er jetzt noch hat... Wird spannend. Oh ne. Das war dumm. Ja, jetzt hat er auf 2 noch ein Item, wir haben keins. Frage ist jetzt natürlich, was hat er da? Er hat einen Pilz, ja. Hat er 3 Pilze? Oh Mann, wieso muss er denn gegen die Banane gehen? Okay, das hat jetzt etwas geleckt. Aber ich meine, kein Item. Ist eigentlich schon Niederlage vorprogrammiert. Aber egal, ich meine, 2-2 ist jetzt auch nicht schlecht oder so. Und es reicht zum Sieg. An dieser Stelle möchte ich mich nochmal bedanken dafür, dass ihr diesen gesamten Triathlon wahrscheinlich verfolgt habt. Oder nur dieses Video und zu dumm seid, um die vorherige zu gucken. Oder zu faul oder was auch immer. Ja, danke jedenfalls fürs Zusehen. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke an Kevin, der da... Ja, toll. Ich wollte euch nochmal Danke schreiben. Naja, egal. Danke an Kevin, dass du auch mitgemacht hast bei dem Triathlon. Und ja, beim nächsten Mal, wenn du forderst, sei dir bedacht, dass es schwierig wird gegen mich. Muaha, nein. Also, ich denke, du hättest durchaus Chancen gehabt, die ein oder andere Strecke auch zu gewinnen. Ein bisschen unglücklich gelaufen für dich. Ja, aber... Umso besser für mich, ne? Aber mit diesem Satz können wir uns das, denke ich, verabschieden.
Ihr dürft gespannt sein auf weitere Let's Plays. Und bis dahin, macht's gut.